Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Yo, yo, Party-People, Serientaxi-Fans und Serienjunkies da draußen. Hier ist die zweite Ausgabe des rebooteten Serientaxis. Mein Name ist Axel und mit mir im Studio wie immer. Ja. Ich habe fast Studium gesagt, aber ich habe Studio dann doch wieder gesagt. Ich bin Felix, hallo. Felix ist da, sehr schön. Ja, wir haben heute wieder einen bunten Strauß an Themen für euch vorbereitet. Oh ja, oh ja. Ich wollte eigentlich nie sagen, bunten Strauß von Themen, weil das alle machen, aber jetzt habe ich es gesagt. Guck, und wir haben so eine schöne neue Tischdecke. Wir haben eine neue von schöne unserer Tischdecke. Lieben Regie Anne. Eventuell könnte ich deswegen ein bisschen dunkler als letzte Woche aussehen, aber das wird Problem, bestimmt niemanden stören. Und das Problem Wackeltisch ist, glaube ich, noch ein bisschen präsent. Hashtag Wackeltisch. Hashtag Wackeltisch. benutzt den Hashtag Serientaxi, das habt ihr in der letzten Woche schon ziemlich fleißig gemacht. Vielen Dank für das ganze Lob, das reingekommen ist. Das freut uns natürlich genau. Über alle Maßen. Ebenso wie die konstruktive Kritik. Konstruktive Kritik. Und die vielen Fragen, natürlich. Die wir ganz kurz klären wollen. Wir wollen einige von denen, bevor wir in medias res gehen. So ist es. Felix hat es schon sehr schön gesagt. Wir haben mehrere Zuschriften zu bestimmten Themen bekommen. Und zwar, was euch am meisten interessiert hat, war, warum wir eigentlich donnerstagmittags um 12 Uhr auf Sendung gehen. Felix, hast du eine gute Antwort dafür? Es geht nicht anders. Wir haben eine Antwort, ob sie ja, gut ist. Wir können natürlich nicht abends immer eine Twitch-Show machen, weil das auch vom redaktionellen Ablauf ein bisschen doof ist. Genau. Wir müssen natürlich auch ganz normal tagsüber Sachen machen, Reviews schreiben, News verfassen. Die Content-Datenbank füllen und außerdem haben wir uns auch gedacht, dass 12 Uhr mittags vielleicht so ein schönes kleines Serien-Mittagsmagazin vielleicht wäre, ne? Wo die Leute Pause machen, sich ihre Tortellini warm machen in der Mikrowelle, sich vor ihrem Rechner einfinden und dann gehen sie mal auf Twitch und können uns dabei zusehen, wie wir über irgendwelche Serien-Themen quatschen. Also für all jene, die jetzt gerade Tortellini essen, guten Appetit. Auch für alle anderen. Dafür und auch für alle anderen natürlich. Wir freuen uns, wenn ihr hier dabei seid. Ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Wegen empfangen. Dazu die nächste Frage, warum wir eigentlich erst am Sonntag kommen. Und Flixi, ich übergebe das Wort. Richtig, unsere Ausgabe wird ja am Sonntag als Podcast und als YouTube-Video veröffentlicht. Und da wurden auch einige Fragen gestellt. Warum denn so spät? Nun, wir wollen euch natürlich so ein bisschen zwingen, dass ihr donnerstags hier einschaltet und unsere Live-Präsenz etwas unterstützt. Das wäre natürlich sehr cool. Wir überlegen und wir schauen mal noch, ob wir bei Sonntag bleiben. Aber bis jetzt denken wir eigentlich, dass das ganz gut ist. Ihr müsst euch halt ein bisschen gedulden. Aber wenn ihr live dabei seid, dann kriegt ihr sofort die brandheißen Infos. Ansonsten müsst ihr euch heute ein bisschen in Geduld üben. Und wie wir alle wissen, Zwang, aus unserer Kindheit wissen, Zwang hat schon immer sehr, sehr gut wir funktioniert. Wir konditionieren euch darauf, ja. Also, falls ihr uns jetzt am Sonntag zuhört, es ist momentan leider so und es wird auch erstmal so bleiben. Und ja, was ihr noch gefragt habt, zur Länge des Formats, natürlich wünschen sich alle immer, dass wir ein bisschen länger sprechen. Das ist bei Podcast-Hörern vielleicht noch mehr so als bei Twitch-Zuschauern und YouTube-Zuschauern. Aber da wir auf allen drei Kanälen quasi präsent sind, wollen wir das so kompakt wie möglich halten. Und die Idee natürlich des Mittagsmagazins, ne? Ganz klar. Genau. Ihr habt eine halbe Stunde Mittagspause, kommt doch mal rüber zu den Serienjunkies und schaut euch an, was die zu sagen haben. Ne? Und klar. Ich glaube, wir würden auch gerne mal ein bisschen länger machen. Aber wir können nachvollziehen, dass es halt mal kurz sein muss. Vielleicht klar. Zu Weihnachten. Oh, vielleicht gibt es mal eine Spezialausgabe. Kommt gerade die Information aus der Regie. Habt ihr es richtig gehört? Ja, in der beep Tat. Boop, beep boop. Genau, freut euch auf Weihnachten in ein längeres Serientaxi. Aber jetzt erstmal zur heutigen Ausgabe. Genau. Wir haben uns überlegt, wir reden mal über einen schönen Beef, der letzte Woche stattgefunden hat. Oh ja. Und der uns auch alle irgendwie so ein bisschen in Atem gehalten hat. Und zwar war die TCA letzte Woche, die ist mittlerweile zu Ende gegangen, für alle, die es nicht wissen, das ist die Television Critics Association, also der Kritikerverbund in den USA. Und die haben zweimal im Jahr Presstouren, die Winter- und die Summer-Presstour. Und die sind in den letzten Jahren so ein bisschen in ihrer Wichtigkeit gestiegen, würde ich sagen. Also wir haben, glaube ich, vor 3 Jahren noch nicht so wirklich drüber berichtet. Und jetzt ist es wirklich so auch mit den Upfronts und so eine heiße Zeit für uns. Und wir sind auch für unsere Aufmerksamkeit auf jeden Fall belohnt worden, weil es gab einen großen Clash, würde ich jetzt sogar mal sagen, zwischen den angestammten Networks, Cable
und den klassischen Networks und Netflix, genau, dem großen Streaming-Anbieter, der seine Konkurrenten so ein bisschen damit düpiert, dass er Ratings nicht veröffentlichen will. Also, dass er nicht veröffentlicht, wie viele Leute von Netflix, von seinen Abonnenten, wirklich die einzelnen Formate schauen. Das ging am Mittwoch los mit NBC und NBC hat einen ziemlich grandiosen Bitch-Move gezeigt, Felix. Ziemlich, ne? Ja. Also sie haben ihre Lunchpause oder die Lunchpause bei der TCA halt dafür genutzt, eine kleine, ja, wie so ein Panel zu machen, mhm, und da einfach mal von einer Firma veröffentlichte oder erhobene Zahlen zu den Einschaltquoten, wenn man es so nennen kann, von Netflix-Serien zu präsentieren. Mhm. Das hat dementsprechend den guten Content-Chef Ted Sarandos von Netflix gar nicht so gut gefallen. Er hat sich auch gefragt, warum NBC das gemacht hat. Aber es war sehr interessant, was dabei rumgekommen ist, allein an Zahlen, um mal einen Vergleichswert zu haben, so ein bisschen zu den Network-Zahlen. Aber auch, was es jetzt ausgelöst hat, wirklich nämlich diesen Beef zwischen Netflix, NBC und auch ein Stück weit FX, mhm, das in Person des Chefes oder des Senderchefes John Landgraf. Genau, the Mayor of Television, Mayor wird of er Television ehrfürchtig genannt. Er ist auch derjenige, der im letzten Jahr den Begriff Peak TV geprägt hat. Also gesagt hat, es gibt momentan so viel gutes Fernsehen in USA, dass das grandiose Fernsehen quasi weggedrängt wird dadurch. Und er hat sich natürlich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet, weil, wie das so ist, wenn jemand als Mayor of Television bezeichnet wird, dann mit seiner Schärfe, dann muss er natürlich zu allem seinen Senf dazugeben. Und NBC hat angefangen und es war schon ein ziemlicher Affront. Also sie haben es den Netflix Reality Check genannt. Jetzt völlig zu Recht, muss ich auch mal kurz einsteigen, weil der gute Ted Sarandos, der wird halt nicht müde zu erwähnen, wie erfolgreich Netflix ist, mhm, und wie toll die Formate sind, die sie machen. Und da sind wir auch, glaube ich, einer Meinung, dass Netflix uns ein sehr diverses Angebot immer wieder bereitstellt. Interessante Serien mit interessanten Themen, die halt normalerweise oder vor einigen Jahren noch nicht so präsent waren im Fernsehen. Aber wenn er halt immer wieder sagt, wie erfolgreich und wie toll das alles ist, dann braucht er dafür auch irgendwie eine Grundlage. Mhm. Und die einfachste Grundlage, die man schaffen kann, oder der beste Beweis, sind halt Einschaltquoten oder Zahlen. Wie viele Leute gucken zum Beispiel Jessica Jones, wie viele Leute gucken Narcos? Mhm. Geht das überhaupt einher? Kann man überhaupt behaupten, dass es erfolgreich ist? Ja? Mhm. Und das hat sich Netflix bis jetzt noch nicht irgendwie gewagt, Zahlen zu veröffentlichen. Und jetzt wird so ein bisschen in den Bienenstock reingepiekst von NBC und FX. Und ja, die Zahlen, die veröffentlicht wurden, ja, wenn sie jetzt stimmen, anscheinend sind sie Sarandos relativ egal, aber ich glaube schon, dass jetzt so eine Kettenreaktion folgen wird, dass sie schon mehr unter Zugzwang geraten von Netflix, jetzt wirklich mal die Zahlen zu veröffentlichen. Also Sarandos hat sich eben auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als er einmal sagte, zum Beispiel, dass Narcos, das war sehr gut, ja, das Drogendrama um Pablo Escobar, mehr Zuschauer hat als Game of Thrones. Und wenn du sowas sagst, ne, und das haben dann hat dann Landgraf auch zu Recht, wie ich finde, angemerkt, wenn du sowas sagst, dann musst du das auch mit Zahlen belegen können. Also du kannst dich nicht einfach weit aus dem Fenster lehnen und dann irgendwie sagen, ja, unsere Zahlen, die wir erheben, die legen das nahe, aber wir veröffentlichen sie nicht. Also das ist dann schon so ein bisschen kindisches Gehabe. Entweder du veröffentlichst keine Zahlen und misst dich dann auch nicht mit den anderen und sagst, okay, wir haben unsere Abonnenten, sie haben weltweit 70 Millionen Abonnenten, sie haben in den USA davon 43 Millionen Abonnenten. Wobei da auch die Zahl ein bisschen zurückgegangen ist im letzten Quartal, mhm, wie wir lesen konnten in diversen Artikeln. Genau, also die Wachstumsziele von Netflix wurden in den USA erreicht. Weltweit wurden sie überstiegen, aber das liegt natürlich auch daran, dass sie jetzt sehr stark am Expandieren sind. Also genau, dass sie jetzt, ich glaube, auf einen Schlag in 130 Ländern präsent sind. Das außer in China. Auch noch thematisieren. Und Nordkorea und Syrien, glaube ich. Und ja, auf der Krim gibt es ja leider auch kein Netflix. Okay, sorry Leute, auf der Krim. Ihr habt schon Netflix, viel mitmachen müssen. Ja, jetzt fehlt auch noch Netflix. Jetzt fehlt auch noch Netflix. Ey, jetzt ist scheiße am Dampfen. Netflix expandiert krass, das muss man wirklich sagen. Es gab ja dieses 5 Milliarden Dollar oder 6 Milliarden Euro Versprechen, ja, was jetzt getätigt wurde. So viel Geld wird 2016 in Seriencontent gesteckt. Mhm. Dazu 1 Milliarde ins Marketing und 800 Millionen in die Technik. Das ist absoluter Wahnsinn eigentlich, ne? Also 6 Milliarden in Content und dazu gehört natürlich auch. Ach so, du meinst, also, ach ja, der gesamte Content, aber richtig, ja, genau, nicht nur und das ist unglaublich, ganz klar, das nimmt neue Dimensionen an, ja, das merkt auch die Konkurrenz. Ich meine, der Landgraf hat auch selbst gesagt auf der TCA, dass Netflix schon sehr aggressiv um Serien wirbt. Also die haben zum Beispiel auch The Crown, was diese neue
Historienserie mit Claire Foy über Elizabeth II. Das hat sich halt auch Netflix geschnappt vor FX, die es auch haben wollten, genauso wie Master of None, weil Netflix halt extrem viel Kohle auf den Tisch gelegt hat. Und das zeigt sich schon ein bisschen, dass sie halt wirklich krass mal expandieren sind, aber ich weiß halt nicht so wirklich, ob Netflix damit so erfolgreich ist, ob sie uns wirklich was Gutes dann auch liefern oder ob sie eher durch dieses krasse Akquirieren von so viel tollen neuen Serien, toll jetzt mal in Anführungszeichen, diese Branche nicht so ein bisschen verwässern. Weil du hast es gesagt, das grandiose Fernsehen wird irgendwie mal weniger. Wir haben diese klassischen Good-but-not-great-Formate, wo du denkst, ja, die kann man sich angucken, die sind ganz nett, aber sind sie wirklich so großartig oder so einschneidend für die Serienlandschaft? Mhm. Und da bin ich bei Netflix so ein bisschen am Zweifeln. Es ist so ein bisschen auch eine Wettbewerbsverzerrung. Also darüber beschwert sich Landgraf eben, dass Netflix irgendwie einen riesen Geldkoffer auf den Tisch stellt und sich erstmal nicht Gedanken macht, ob das überhaupt profitabel ist. Also sie haben ja zum Beispiel, was hat, glaube ich, Marco Polo, hat, glaube ich, 100 Millionen gekostet, die erste Staffel. Die haben dafür sogar extra ein Studio in Asien aus dem Boden gestampft, wo jetzt auch viele asiatische Produktionen für Netflix stattfinden sollen. Unter anderem ist da, glaube ich, jetzt auch die Crouching Tiger und Hidden Dragon Fortsetzung entstanden. Ja, da ist schon, das natürlich werden da auch Arbeitsplätze geschafft, das ist wunderbar, logisch, für die Branche, aber was sie investieren, das, also ich weiß nicht, ob es mit dem Ertrag so konform geht. Ist halt eine Frage, ob das ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist oder ob sie jetzt erstmal sagen, okay, wir machen jetzt wahnsinnig viele Schulden, um erstmal unsere Marke zu etablieren und dann schauen wir, wie wir das Geld hinterher wieder reinkommen. Und da gibt es auch interessante Zahlen, weil du hast mir vorhin noch einen Artikel geschickt, der wirklich sehr interessant war, mit vielen Zahlen. Ja. Aber die werden wir euch jetzt einzeln vorlesen. Nee, aber die Essenz war eigentlich nur, dass halt bis 2016 die Anteilseigner von Netflix oder von Netflix-Aktien nicht wirklich damit rechnen können, dass sie irgendwie einen Plus rauskriegen. Das wird auf Break-Even hinauslaufen. Mhm. 2017 ist angedacht, dass man mal so ein bisschen Profit halt wirklich auch rauskriegt. Die Netflix-Aktie, die steigt und steigt, aber irgendwann muss das Ding ja auch mal ihr Ende erreicht haben und ich frage mich halt auch, wo sie das ganze Geld hernehmen. Natürlich, sie sind jetzt in 130 Ländern präsent, hoffen auf mehr Abonnenten, aber das, was sie ausgeben wollen, und es wird ja nicht weniger, auf keinen Fall. Also wir haben, glaube ich, 2016 sind 600 Stunden Content, die man uns verspricht, das ist der Wahnsinn. Vor allem, weil sie auch alles verlängern. Ja, weil sie auch alles verlängern. Und ich weiß nicht, wie sie das, also irgendwann muss es mal platzen, die Blase. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an Finanzkrise, Immobilienblase, irgendwie sehe ich am Horizont, was passiert. Du musst mal noch The Big Short gucken und dann, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Felix, wie wir davon profitieren können. Wir müssen irgendwie... Ich würde sagen, wir kaufen Mubi-Aktien. Was ist eigentlich mit Mubi? Oder Watch On, den österreichischen Streamingdienst. Genau. Da würde ich dann gleich mal dazu übergehen zu fragen, ist es vielleicht gar keine so schlechte Taktik von Netflix, weil über wen reden wir gerade? Über Netflix. Über wen redet die TCA? Über Netflix. Wer redet über Amazon? Kein Mensch. Also dieses, diese Daten, die von NBC dann erhoben wurden, via dieses Unternehmen Symphony Advanced Media, jetzt noch ganz kurz dazu, wie sie das gemacht haben, das funktioniert wohl über Audioerkennung am Smartphone. Also wenn du dieser Firma erlaubst, ihre App auf deinem Smartphone zu installieren, dann erkennt diese App, was du abspielst. Und so sind eben diese Daten erhoben worden. Also es ist auch... Big Brother is watching you. Genau, also ich weiß nicht, wer da freiwillig mitmacht irgendwie, verstehe ich nicht so ganz, weil sie ja auch alle anderen Daten abgreifen kann vom Smartphone, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Auf jeden Fall kann Netflix diese Daten natürlich auseinandernehmen, weil es auch eine sehr kleine Sample Size ist. Stichprobe? Stichprobe, danke Felix. mein Live-Übersetzer hier. aber trotzdem, was ich hinaus wollte, ist, dass sie auch von Amazon Daten erhoben haben, von The Man in the High Castle, und das waren dann 2 Millionen Zuschauer oder so. Aber trotzdem hat sich ja die ganze Sache über Netflix ausgeschüttet. So. Und niemand hat so wirklich über Amazon geredet. Und von daher denke ich, Netflix macht schon irgendwas richtig, weil die Netflix-Serien sind in aller Munde und die Amazon-Serien nicht so wirklich. Ich würde aber gerne mal eine Frage in den Chat stellen, mit dem wir ein bisschen arbeiten können, die ihr vielleicht zwischendurch mal beantworten könnt, während wir noch ein bisschen weiterreden, und dann werten wir die später aus. Ich hoffe, ich verliere den Überblick nicht. Und zwar ist es bei mir bei Netflix jetzt so, wir haben es gesagt, 600 Stunden Content im Jahr 2016, 2015 waren es 450 Stunden. Irgendein Experte hat ausgerechnet, dass man halt 25 Tage, nicht 9 to 5, sondern wirklich 25 mal 24 Stunden braucht, um sich alles anzugucken, was Netflix rausgehauen hat. Der Wahnsinn. Aber für mich ist es so, wirklich, dass Netflix mehr Arbeit als Vergnügen geworden ist. Ja. Nicht nur aus beruflichen Gründen, wo es ja eh auch Arbeit ist, aber auch selbst wenn ich in der Freizeit Netflix gucke, es ist einfach so ein riesiger Workload, um mal dieses englische Wort zu benutzen.
das eher wie eine Hürde ist, wie irgendwas, was ich überwinden muss. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, könnt ihr ja gerne mal darauf antworten. Habt ihr noch wirklich so richtig Spaß auf Netflix oder ist es wirklich schon, oh Gott, jetzt kommt das nächste zehnteilige Ding und nächste Woche kommt schon wieder das nächste. Wohin mit meiner Zeit? First World Problems, ganz klar, ja. Aber das ist halt mein Problem, was ich zurzeit so ein bisschen mit dem Streaming-Anbieter habe. Und ich glaube, wir haben ja auch alle... Also, schreibt was, ne? Schreibt uns das bitte auf jeden Fall. Und wir haben ja auch beide, glaube ich, Serien, die wir einfach nicht gucken konnten von Netflix, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Also ich habe auch... Oder weil sie nicht so gut waren. Und weil sie nicht so gut waren. Das ist dann natürlich die nächste Frage. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was die Networks dann an Netflix vorwerfen, dass, oder nicht vorwerfen, sondern feststellen, dass die Aufmerksamkeit für Netflix-Serien ist in der Woche, in der sie Premiere feiern, natürlich sehr hoch. Absolut. In den zwei Wochen danach vielleicht auch noch ein bisschen und dann stirbt es total ab. Also, wenn jetzt eine neue Staffel Daredevil kommt, könnt ihr davon ausgehen, dass die erste Woche, da die meisten Einschaltquoten oder höchsten Einschaltquoten erzielt werden, wenn man das so nennen kann. Ja, aber genau. Es wird halt immer weniger. Und für logisch. Leute wie uns, die darüber berichten und auch darüber schreiben wollen und so, ist es auch schwierig geworden, das zu diskutieren, solche Serien, und die auseinanderzunehmen. Also ihr wisst ja auch, dass von Daredevil gibt es jetzt bei uns, glaube ich, eine Pilot-Review, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat, da irgendwie eine Staffel-Review hinterher zu schieben. Und manchmal, wenn jemand sich besonders für eine Serie interessiert, dann schreibt er darüber, aber es ist halt nicht so, dass man jede Woche von Neuem darüber schreiben kann, in einzelnen Reviews und sich austauschen kann, sondern es ist eben so ein riesiger Berg und niemand guckt den gleichzeitig. Das ist ja auch so ein Problem. Alle, du kannst auch mit niemandem drüber reden, weil der sagt, ja, ich bin bei Episode 7 und du hast vielleicht schon die ganze Staffel gesehen, und das ist alles ein bisschen problematisch für die Debatte rund um Serien, was uns ja eigentlich auch am meisten Spaß macht daran. Richtig. Ja, das ist halt so ein bisschen mein persönliches Problem auch beim Konsumieren von Netflix-Serien. Zum einen das natürlich, dass ich bin halt jemand, der gerne den Diskurs sucht und sich gerne über auch einzelne Episoden beliest und darüber gerne mit anderen Leuten sprechen möchte. Netflix ist halt das Problem, das Binge-Modell. Ich bin eh kein großer Fan davon. Viele Leute gucken Sachen am Stück hintereinander, 6 Episoden, wissen nicht mehr, was in der 3. oder 5. passiert ist. Alles verschwimmt zu einer Masse. Das ist vielleicht auch der Anspruch, die Idee, eine Masse zu schaffen, einen langen Film. Ja. Für mich muss aber immer eine Episode, beziehungsweise das Medium Serien zeichnet es aus, dass es halt episodenartig ist. Dass halt eine Episode auch alleine stehen kann, aber halt kein Procedural sein muss, sondern dass eine Episode alleinständig ist, gleichzeitig aber in die Masse gut mit eingebaut wird. Und dieses Binge-Modell sendet ja auch an die Kreativen das Signal, so ihr müsst jetzt nicht jede einzelne Episode gut machen, sondern was am Ende rauskommt, muss gut sein. Also der Anfang und das Ende sind ja sehr wichtig für Netflix-Serien. Damit der Auftakt gut ist, dass die Leute dranbleiben und weitergucken wollen, und damit das Ende irgendwie gut ist, dass sie sagen, oh, ich will unbedingt jetzt die zweite Staffel sehen. Und das ist ein bisschen schade, dass diese Episode, die einzelne Episode, das Fernsehen ja eigentlich ausmacht gegenüber dem Film, dass das so ein bisschen durch dieses Modell, also ich sage jetzt nicht bei allen Serien, natürlich nicht. Aber ist ja bei Amazon auch nichts anderes. Ist bei Amazon auch nichts anderes, aber durch dieses neue Binge-Modell wirklich an Bedeutung verliert. Das ist für uns schade, das ist aber auch für die allgemeine Qualität der Serien schade. Also man kann zum Beispiel bei Jessica Jones, als aktuelles Beispiel fällt mir ein, die Serie hätte in 8 oder 10 Episoden erzählt werden können. Ein gängiges Problem bei Netflix-Serien, dass man generell Konzepte hat irgendwie, die sich über 13 Episoden erstrecken, aber im Endeffekt erzählt werden können in 8 oder 10. Das habe ich ganz oft bei Netflix-Serien, wo ich auch sage, das sind Episoden irgendwie noch eine Stunde lang oder so. Und dann werde ich unnötig hingehalten. Weiß nicht, ob man mir nicht zutraut, selber Verbindungen zu machen, dass man mir alles haargenau zeigen muss. Und dadurch ist die Rezeption von mir, von Netflix-Serien, auch immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, so wenn wir jetzt über das letzte Jahr nachdenken. Es gab ein paar gute Netflix-Serien, aber es gab jetzt wirklich keine, die so, wo wir gesagt haben, beide irgendwie, ja, das war jetzt was krass Überraschendes, was krass Neues, was krass Gutes. Es gab viele Serien, die diese Elemente hatten. Für mich ist vielleicht noch Master of None die einzige, die da so ein bisschen raussticht. Ich habe sie gehasst. Felix hat sie zum Beispiel gehasst. Also es gibt jetzt nicht so einen Konsens, wie jetzt zum Beispiel bei The Leftovers oder Fargo oder The Americans, so die Rectify, solche Serien, wo es so eine Art kritischen Konsens zumindest gibt, dass die in den letzten Jahren zum Besten gehört. Und das Witzige ist eigentlich, dass die besten Serien bei Netflix, zumindest die wir abrufen können, keine Netflix-Serien sind. Also zum Beispiel Fargo, was in den USA eine FX-Produktion ist. Oder Better Call Saul, das bei AMC läuft. Das waren für mich die zwei Serien im letzten Jahr, die halt wirklich sehr, sehr gut waren.
Und ist aber kein, also eigentlich kein Netflix-originaler Content. Es wird zwar so angepriesen, weil sie es einkaufen, was auch ein bisschen frech ist, finde ich, aber gut. Anscheinend ist das so abgesprochen mit den TV-Senderanstalten FX und AMC. Aber sie sind halt, also die beiden sind schon eher noch das große Ding gewesen für mich und nicht so Netflix direkt. Ich fand, es ist auch so eine Art Geniestreich von Netflix, dass sie eben diese Serien von anderen Sendern so branden. Weil ich zum Beispiel, ich denke manchmal drüber nach, wo läuft ein Better Call Saul eigentlich? Und dann fällt mir Netflix ein. Ja. Also das ist so ein unterbewusstes Ding. Man assoziiert es damit, ja. Und bei Fargo war es jetzt noch nicht so, aber trotzdem, also ich würde sagen, für deutsche Zuschauer, die wissen nicht, dass, oder viele deutsche Zuschauer wissen nicht, dass Fargo auf FX läuft, sondern die denken, es ist eine Netflix-Serie. Und da machen die Kreativen auch auf jeden Fall mit. Aber haben wir denn was im Chat, Felix? Na klar, ich gucke hier, es ist ordentlich was los, es ist wunderbar, freut uns sehr. Auch aus der Redaktion sind einige Gesichter da. Ich hatte ja die Frage gestellt, wegen Netflix mehr Arbeit als Spaß oder ist die Entwicklung dahin gegangen? Und ich fand es ganz witzig, Mario aus der Redaktion hat was sehr Gutes geschrieben. Mario! Und zwar, dass wir so einen, wie hat er es genannt, Kanon-Anspruch haben, dass wir gerne alles sehen wollen, um überall mitreden zu können. Und deswegen ist es halt für uns so eine extreme Masse an Serien, die uns immer wieder begegnet. Aber da können ja Serien-Junkies bestimmt auch mit, also es sind ja nicht nur die Professionellen, die darüber schreiben, sondern auch die, die gucken. Anne nickt auch gerade ganz heftig, sie will auch gerne alles gucken, schafft es leider nicht. Aber immer. Es ist natürlich ein valider Punkt, ganz klar, dass dadurch, dass das ein bisschen das bedingt, dieses Denken, dass Netflix mehr Arbeit als Spaß geworden ist. Mhm. Andere schreiben, dass es gar nicht so wild ist für sie, weil das nur eine Frage des Zeitmanagements ist. Gut, das ist, kann man auch so sagen, ganz klar. Oder eine Frage der Aufgabe des Privatlebens. Und der Prioritäten, vollkommen richtig, ja. Und ansonsten sehe ich eigentlich oft schon, dass die Leute gerne Netflix schauen und vielleicht noch nicht da sind, wo wir sind, oder wo zumindest ich mich sehe bei diesem Arbeitsproblem. Vielleicht kommt es ja bei euch noch. es freut mich, dass ihr noch so viel Spaß habt mit Netflix. Mal abwarten, wie es nach 2016 wird, wenn ihr alle zwei Wochen, oder nicht, vielleicht glaube ich jede Woche fast schon, was Neues bekommt und gerne wirklich auch alles sehen wollt. Und dann vielleicht gibt es ja auch noch andere Serien. Ne? Also, es gibt aber auch noch andere Serien. Ich muss auch wirklich sagen, was mir auf unserer Seite auffällt, ist, wie positiv Netflix einfach wahrgenommen wird. Also es ist oft so, dass es heißt, bei anderen Serien zum Beispiel, wenn die auf Netflix laufen würde, wäre sie besser. Oder Netflix, bitte hol doch die und die Serie zurück. Weil damit haben sie sich ja auch so eine Art Namen gemacht, dass sie tote Serien wieder auferstehen haben lassen. Zum Beispiel The Killing oder Longmire. Lilyhammer haben sie auch sich. Jetzt kommt Gilmore Girls wieder. Also da ist schon, man muss schon sagen, bei aller Kritikwürdigkeit ist da schon eine Strategie wunderbar, dahinter. Wunderbar, dass du es ansprichst, weil der User oder Userin Ralea sagt, dass es relativ einseitig ist, dass wir ganz schön gegen Netflix, glaube ich, bashen. Das mache ich gerne, ich bin wirklich ein Netflix-Basher, das gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Aber jetzt hast du es gesagt, wir können ja auch ein bisschen was Positives sagen, weil diese Strategie, die hat natürlich was, die bringt uns Serien, die vielleicht weg waren, die wir uns gerne zurückwünschen. Die gibt jungen Filme und Serienmachern Chancen. Und natürlich grasen sie auch sehr viele Themen ab, die es sonst so nicht gibt im normalen amerikanischen Network-Fernsehen oder die man halt wirklich nur von Kabelsendern kennt. Was Sarandos auch gesagt hat zu seiner Verteidigung ist, er will keine Quotenveröffentlichung, weil es Druck zwischen den Kreativen erzeugt, weil dann immer gleich eine Vergleichbarkeit da ist zwischen den einzelnen Netflix-Erzeugnissen. Wobei und da kann man ihn jetzt natürlich ansehen, dass er sich so als edler Ritter der Kreativen. Ne? Aber ich muss auch sagen, wenn die Leute keinen Druck verspüren, dann vielleicht auch die Qualität des Formats, weil sie halt machen können, was sie wollen. Und dann kommt halt viel Seite. Durchschnitt durch bei rum und viel good but not great. Und du denkst so, ja, es ist eine nette Serie, aber im Endeffekt redet nach zwei Wochen kein Mensch mehr drüber. Ja. Haben wir noch abschließende Kommentare, Worte? Ich sag's nochmal, ich bin zwar nicht der größte Netflix-Fan, gerade von wie sie arbeiten und was die Qualität der Serien angeht, weil das wird mir immer ein bisschen zu sehr gehypt. Aber ich weiß schon, das wertzuschätzen, dass sie uns halt Serien zeigen, die auch spezielle Publikums ansprechen. Publikä. zum Beispiel sowas wie Narcos oder Sense8. Ich meine, Sense8 war ich auch nicht der größte Fan, aber wer macht denn so eine Serie heutzutage? Du warst der kleinste Fan. Der kleinste Fan. Und das muss man den Dingen ja wirklich anrechnen, Netflix und Sarandos und allen, die mit drin sitzen, dass man anderes Fernsehen auch bekommt. Wie gut es ist, ist wieder was anderes, aber es ist was anderes und das finde ich immer ganz, ganz wunderbar. Also Netflix, danke, dass es euch gibt, aber werdet besser. Das ist unser Fazit. und ja, springen wir jetzt noch für die verbleibende Zeit. Wir haben so lange über Netflix gewonnen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es muss doch mal raus, zumindest bei mir. Genau, es hat auch Spaß gemacht und jetzt gehen wir mal zum Konkurrenten von Netflix, der
Da feiert nämlich eine Serienpremiere und zwar am morgigen Freitag. Die heißt Mad Dogs und der Felix weiß, um was es geht. Anne, haben wir noch so ein geiles Ding, was reinfliegt? Oh, ist das super. Wow. Mensch, wir sind so fortschrittlich. ja, wir sprechen ganz kurz über Mad Dogs. Das startet, wie bereits von Axel gesagt, am morgigen Freitag, dem 22.01. bei Amazon. Die erste Staffel, 10 Episoden hat, die ist die US-Adaption der gleichnamigen britischen Serie Mad Dogs, die, glaube ich, 2011 lief. Die hat auch nur 14 Episoden in 4 Staffeln. Kann man sich unter anderem auf, ich wurde korrigiert von Henning, das ist sehr gut, auf dem, und von Hanna, glaube ich, auch, auf dem schweizerischen Streaming-Dienstanbieter Watch4 angucken. Danke dafür. Sagt euch vielleicht nicht so viel, aber wenn ihr mal Bock drauf habt, schaut da rein. Es geht um so eine Gruppe von Freunden, die in der US-Adaption nach Belize reist, zu ihrem guten Kumpel. Belize. Was wir aus Breaking Bad kennen. zu ihrem guten Kumpel, der da vor Ort sich eine Villa hingestellt hat, reist und da irgendwie ein schönes Wochenende verbringen will oder so. Dann nimmt aber diese Reise, ja, sagen wir mal, eine sehr tragische und verrückte Wendung. Die Jungs werden in so einer Art, ja, riesigem Plot von kriminellen Drogen, Banden, Korruption bei der Polizei verwickelt und müssen sich irgendwie da zurechtfinden. Amazon hat den Piloten im letzten Jahr, im Januar 2015, vor einem Jahr, veröffentlicht. Jetzt ist die Serie komplett da, ab Freitag halt dann. Und ich kann mich erinnern, ich habe den Piloten nochmal gesehen jetzt, den kann man sich übrigens jetzt nochmal angucken bei Amazon. Hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ist ein lustiger Cast. Michael Imperioli, den man von Sopranos kennt, ist dabei. Steve Zahn. Billy Zane. Billy Zahne. und auch ein Darsteller aus dem Original. Sein Name ist Ben Chaplin, der hat da auch mitgespielt. Und Romani Malco aus Weeds. Genau. Und ja, es ist ein verrücktes Ding. Also ich muss sagen, der Pilot hat mir wirklich gut gefallen, weil er am Ende so eine sehr abgedrehte Wendung halt nimmt. Und das hat mich schon irgendwie dann, ich war am Haken. Ich wollte gerne wissen, wie geht's weiter, was passiert als nächstes. Wie so oft muss ich sagen, dass man so 10 Minuten vom Piloten wegnehmen kann, weil da gibt's so eine Stelle, da vielleicht ist sogar noch mehr, würde ich sagen. Da ist der perfekte Moment eigentlich, um aufzuhören, um es richtig spannend zu machen. Guckt ihn euch an, ihr werdet es vielleicht sehen. Aber im Großen und Ganzen sieht das Ganze ganz gut aus. Es hatte auch so knackige Dialoge. Es kommt von Ryan Sean, glaube ich. Sean Ryan, so rum. den Chef von The Shield. Und Terriers, Leute. Hier kommt mein Terriers-Plug. Also, das ist ein erfahrener Serienmacher und Produzent. Und man merkt dem Format schon an, dass da Potenzial auf jeden Fall ist. Wie hat's dir gefallen? Ja, es hat ein bisschen lang gedauert in der Pilot-Episode. Ich habe damals vor einem Jahr das Review geschrieben und habe dem 3 Sterne gegeben, weil es mir 45 Minuten Exposition waren mir zu viel. und dann ging es 10 Minuten lang los. Aber dann wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann fand ich es ein bisschen schade, dass ich nicht weitergucken kann. Und das finde ich auch so ein bisschen vielleicht als abschließende Frage, der Amazon-Pilot-Prozess. Wie siehst du den? Weil ich finde es irgendwie, Fan, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Und ich habe aufgehört, die Amazon-Piloten zu gucken, außer wenn ich sie review. Es gibt jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6 Pilot-Seasons, die Amazon gemacht hat. Und ich freue mich immer wieder drauf. Ich war happy, als es so überraschende Pilot-Seasons gab. Ich versuche mich auch immer schnell zu melden, wenn da Reviews anstehen, weil man findet da immer so kleine Perlen. Also ich kann mich erinnern, in der letzten Pilot-Season durfte ich eine Review zu Edge, The Loner, schreiben. Und das hat leider nicht so bestellt viel wurde. Spaß gemacht. Eine der wenigen Sachen, die nicht bestellt wurde. Und ich finde, da sieht man schon mal so Versuche oder Experimente von Amazon, in das Seriengeschäft vorzudringen. Auf der anderen Seite, ich kann das nachvollziehen, dass Leute keinen Bock drauf haben, weil die wollen das fertige Ding sehen, das halt wirklich ausgearbeitet ist, eine komplette Staffel. Und warum soll ich mir den ersten Versuch von irgendeinem Serienmacher anschauen? Da habe ich halt meine Zeit anders füllen. Aber ich mag's, weil da sieht man immer wieder so Perlen und hat so ein bisschen die Hoffnung, oh, wenn das bestellt wird, dann könnte das richtig gut werden. Und deswegen mag ich diesen Pilotprozess von Amazon eigentlich ganz gerne. Ich finde es halt schade, dass man immer ein Jahr warten muss, bis dann wirklich weitere Folgen kommen. Ja, das ist hart, aber aber so ist es bei Amazon, sie haben es gewählt und sie haben anscheinend, sind auch anscheinend zufrieden damit. Die Idee ist ja auch, dass irgendwie die Zuschauer dann mitentscheiden können, was bestellt wird, was ein bisschen undurchsichtig ist, weil ich glaube nicht, dass es im Endeffekt komplett nur an den Zuschauern hängt. Da wird schon ein bisschen geguckt, was kostet das Ding komplett, wenn wir das machen. Der Illusion sollte man sie nicht hingeben, aber es ist schon ein bisschen cool, dass halt dann ganz viele Leute sich beteiligen können, kleine Reviews schreiben können und abstimmen können, was denn bestellt werden sollte. Genau. So, das ist Mad Dogs, Leute. Läuft morgen, ab morgen, richtig, ab Freitag, 22. Januar. Podcast-Hörer und YouTube-Videogucker haben es vielleicht jetzt schon gesehen. können ja einen Kommentar da lassen, wie es Ihnen gefallen hat. Ja. Genau. Ansonsten, für alle, die jetzt live zu gucken, schaut vielleicht mal rein, wenn ihr Amazon habt. Könnte ganz spaßig sein.
Genau, ansonsten hinterlasst uns Feedback auf den gewohnten Wegen. Ihr wisst wie, kriegt auch gleich noch einen Anbinder, der euch das nochmal ganz genau ganz erklärt. Genau. Wir sind nächste Woche wieder da mit einer weiteren Ausgabe des Serientaxi. Genau, haben wir noch was im Chat? Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Nochmal ganz schnell der Blick in den Chat. Hier wird viel gequatscht, geblabbert. Unser Denglisch ist Thema. Wer hätte das gedacht? Was? Mehr als Dschungel? Ach, ich weiß nicht. Wackeltisch, vergesst den Hashtag nicht. San Andreas, ein riesiges Erdbeben, nein! Ansonsten sehen wir uns bestimmt nächste Woche wieder in neuen Themen und in bestechender Form. Wie immer, wir sind raus. Yes. Ciao, Leute. Macht's gut, bis dann. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi.